Das ist ein sehr spontanes Video. Es geht über das Thema Erleuchtung. Und das hatte ich im letzten Video schon angesprochen. Und also ich erkläre nochmal ganz kurz, was ich darunter verstehe. Aber Erleuchtung ist für mich einfach, dass man einerseits einfach so ist, wie man ist. Und dass man immer ruhig und gelassen bleibt, egal wie äußerliche Situationen sind, und dass einem egal ist, was andere Menschen halt so denken, weil man halt immer weiß, dass man okay ist, wie man ist. Man liebt sich selber, egal was kommt und passiert, und man weiß halt, dass man gut ist und dass es einem nichts bringt, sich irgendwie schlecht zu machen oder von anderen schlecht machen zu lassen, und dass es insgesamt für jeden besser wäre oder besser ist, wenn die Menschheit das im Gesamten so handhaben würde. Und ja, dass das eigentlich so der optimale Zustand ist oder der Naturzustand ist. Und dazu gehört auch, dass man, egal wo man steht, erleuchtet sein kann. Das ist nämlich ganz egal, wo man gerade ist oder wem man sich gerade hält, sage ich mal. Selbst ein Mörder kann erleuchtet sein. Danach wird er wahrscheinlich weniger die Neigung dazu haben, weiter zu morden. Das ist schon so eine, ja, das denke ich mal, dass das auf jeden Fall dann der Fall sein wird. Es ist halt wirklich so, dass man, egal wie, für wie schlecht man sich hält oder wo man steht oder ob man halt irgendwas macht, was man mit sich eigentlich gar nicht vereinbaren kann, ob es jetzt ethisch ist oder sonst wie, weil im Prinzip könnte man dann, wenn das nur so wäre, dass man erleuchtet ist, wenn man perfekt ist, dann würde erstens niemand erleuchtet sein und zweitens würde man auch kein Stück Plastik irgendwie zum Beispiel ja, konsumieren oder mitkaufen oder nichts, was irgendwie irgendwas Schlechtes auf der Welt verursachen kann. Man vergisst dabei aber auch, dass man was Gutes verursacht oder was Gutes bewirkt und dass es dann sozusagen eine positive Bilanz gibt. Und selbst wenn man die noch nicht hat, kann man erleuchtet sein und die positive Bilanz, man weiß dann einfach, dass diese positive Bilanz automatisch kommen wird mit der Zeit und dass man sich halt nicht schlecht machen muss. Und man geht dann automatisch irgendwann den Weg, ja, mehr Gutes zu bewirken, aber man muss eigentlich gar nicht mehr Gutes bewirken, weil dieses gut-böse Konzept ist eigentlich auch nur in Menschen verankert, die halt, ich sag mal, nicht erleuchtet sind, dass sie jetzt gar nicht arrogant klingen oder sowas. Aber in irgendeinem, ab irgendeinem gewissen Bewusstseinszustand existiert halt kein Gut und Böse mehr und da ist halt alles in Ordnung, wie es ist, und darum geht es halt auch in der Erleuchtung, aber ist halt schon so, dass man nichts dagegen hat, wenn man jetzt glücklich wird oder glücklicher wird, und deswegen macht man halt auch Dinge, die positiv sind sozusagen, weil sonst könnte man sich, wie ich im letzten Video auch schon erwähnt habe, direkt beerdigen lassen, wenn einem sowieso alles total gleichgültig ist und kein Interesse mehr hat auch an irdischen Erfahrungen, dann könnte man sich direkt beerdigen lassen oder anders ausgedrückt aufsteigen in die nächste Dimension. Das wäre aber ein anderes Thema, worüber ich jetzt im Moment in dem Video nicht rede. Auf jeden Fall, was ich halt am meisten in diesem Video ausdrücken wollte, ist, dass man in jedem Zustand erleuchtet sein kann und sich halt sozusagen erlauben kann oder erlauben darf, sozusagen, wie man ist, und das ist natürlich auch trotzdem Weg. Es geht zwar von jetzt auf gleich die diese Programmierung im Bewusstsein, aber gleichzeitig sind wir halt an diese Erde gebunden, und das beinhaltet auch, dass Dinge halt auf natürliche Weise, auf natürliche Entwicklung hingehen. Also die Naturgesetze sind darauf ausgelegt, dass halt nicht alles sofort geht, sondern mit einer Entwicklung. Man kann jetzt halt schon das Bewusstsein haben, ich bin erleuchtet, aber
wenn man auch immer darauf zugreifen kann, aber es kann halt schon sein, dass man halt manchmal wieder zurückfällt, was dann aber auch in Ordnung ist. Aber im Prinzip ist man dann immer noch erleuchtet, weil man halt dann wieder weiß, bei dem angeblichen Zurückfall, dass das halt auch nicht schön ist, auch nichts Negatives ist und einfach dazugehört. Wie ich im Video von Tears of Heaven vorhin auch gesehen habe, wo sie erzählt hat, dass Depressionen halt eigentlich auch nichts Negatives sind, sondern Depressionen weder negativ noch positiv sind, sondern einfach eine Gegebenheit, um sich zu entwickeln. Das heißt nicht, dass man unbedingt eine Depression braucht, meiner Meinung nach, um sich zu entwickeln. Also in einem Zustand der Erleuchtung ist es halt auch so, dass man auch weiß, dass man nichts braucht, was einen negativ, ja, was für einen negativ ist, um sich zu entwickeln. Aber im Prinzip ist eine Depression auch gar nicht negativ. Das heißt, andererseits wiederum ist es halt vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber um das mal auf verschiedene Sichtweisen, auszulegen, andererseits ist es dann auch wiederum so, dass halt eine Depression gar nicht negativ ist. Also ist eine Depression auch für einen Erleuchteten, okay, man kann depressiv sein und gleichzeitig erleuchtet, meiner Meinung nach. Meiner Auffassung nach. Also ich würde mich selber auch ein bisschen als depressiv bezeichnen, nur ich habe kein Problem damit. Ich mag das sogar, dass ich halt, ich bin eigentlich alles im Prinzip, ich könnte alles abrufen und so wie ich halt gerade lustig bin. Und so eine Phase, wo ich mich zurückziehe, das habe ich momentan eigentlich, das finde ich einfach sehr gut, beziehungsweise neutral halt, weil ich mich dann stärker entwickeln kann. Und das ist halt schon so ein Ziel. Ja, was mir halt wirklich wichtig ist, ist ein dünner Bizeps. Nein. Ist wie gesagt zu sagen, dass wirklich es gar keine Rolle spielt, wo man steht, wer man ist, was man glaubt zu sein. Jeder hat das Recht, glücklich zu sein. Und jeder hat das Recht, erleuchtet zu sein und jeder sollte erleuchtet sein. Das ist meiner Meinung nach der Naturzustand des Menschen. Aber nicht erleuchtet zu sein ist, wie gesagt, auch okay. Aber wenn ihr das angenommen habt, dass es okay ist, nicht erleuchtet zu sein, seid ihr eigentlich erleuchtet. Es ist keine Sache für den Verstand, das sage ich mal so, also nicht unbedingt zumindest. Und deswegen weiß ich auch, dass ihr das nicht verstanden habt, weil das kann man nicht so richtig verstehen. Und dass es halt auch gar nicht wichtig ist zu verstehen, sondern es wirklich zu fühlen. Das wäre auch ein anderes Video, würde ich sagen, mit den, ja, dass das Fühlen und das Vertrauen auf die eigene Intuition auch sehr wichtig ist. Da kann man auch noch mal ein komplettes Video zu machen, weil das auch so eine essentielle Sache ist, die meiner Beobachtung nach dieser Gesellschaft stark fehlt. Das halt alles auch, das habe ich auch jetzt mich von Tears of Heaven inspirieren lassen, dass halt alles auf Logik und Professionalität und so weiter getrimmt ist. Ich überlege aber trotzdem für meinen Kanal jetzt zum Beispiel doch irgendwann mal professionellere Dinge zu machen. Einfach nur deswegen, weil man dann mehr Menschen in dieser Bewusstseinsebene erreichen kann. Also ich kann, das ist jetzt, klingt es für manche vielleicht ein bisschen abgehoben oder zu spirituell, aber auf einer anderen Ebene, auf einer geistigen Ebene, erreiche ich viele Menschen und werde auch von vielen Menschen gleichermaßen erreicht. Das ist immer ein gemeinsamer Austausch einfach. Aber man erreicht halt nicht die, die nicht, die diesen Zugang nicht so haben, aufs, ich sage jetzt mal morphogenetische Feld nennt man das. Das ist aber auch wieder ein ganz anderes Thema, da wollte ich jetzt nur kurz dieses Thema angerissen haben. Aber ich habe überlegt halt auch schon für mich selber halt mehr Professionalität irgendwann einzubringen. So als Vorbild sowas wie Gronkh oder irgendwelche Leute. Ich will jetzt nicht zu krass, so krasse Vorbilder irgendwie nachlaufen oder sowas, das überhaupt nicht. Sondern einfach, das erzähle ich jetzt einfach, um vielleicht euch ein Beispiel zu geben. Ich weiß nicht, ob ich es mache, aber ich überlege es halt, wie gesagt, einfach, um zu verdeutlichen jetzt, dass Professionalität, wie ich vorhin erwähnt habe, nicht
auch nicht nur schlecht ist, beziehungsweise es ist halt weder gut noch schlecht auch, aber ich merke halt, dass das ein zu starkes Stressen sozusagen übertragen im Sinne auf Professionalität und Logik und Vernunft und sich, ja, sich selber orten und so weiter, existiert in der Gesellschaft und dass dann andere Dinge wie auf die eigene Intuition hören und so sein, wie man ist, zu kurz kommen. Aber wie gesagt, finde ich Professionalität nicht per se schlecht, sondern ich finde es einfach, es ist nicht in Balance. Und ich überlege halt auch, obwohl ich mich selber immer in der Vergangenheit als sehr unprofessionell im positiven Sinne für mich wahrgenommen habe, dass ich das trotzdem irgendwann mache, einfach um Leute zu erreichen. Also jetzt nicht, weil ich jetzt denke, ich muss jetzt professionell sein, damit ich irgendwie Geld kriege oder damit ich irgendwie Anerkennung kriege oder Views kriege oder sowas. Das ist mir für mich selber ziemlich egal. Aber man merkt halt schon, die meisten Menschen leben halt in der Realität, wo die auf Professionalität in Anführungszeichen abfahren. Und da ist es halt auf jeden Fall eine Realität, dass man damit mehr Menschen aus dieser Ebene erreicht. Ich meine, was bringt es mir, wenn ich letztendlich nur Leute erreiche, über so sozusagen geistige Ebenen? Dann bleiben sozusagen die Leute, die sowieso in Anführungszeichen erleuchtet sind oder zumindest eine Idee davon haben, die bleiben dann sozusagen unter sich und die anderen, die bekommen nur hier und da mal was mit, sage ich mal so. Deswegen finde ich es auch wichtig, irgendwann mal in dieser Realität komplett da zu sein. Wie man natürlich klassisch sagt, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Nicht unbedingt für mich selber. Wobei es für einen selber auch wichtig ist, zumindest ab und zu mal wieder runterzukommen, die Turbinen mal runterzufahren. Also ich fühle mich mit dem Rohveganismus die ganze Zeit wie, als hätte ich so richtig fette Turbinen, die mich in die Lüfte tragen und zwischendurch erdet man sich halt mal, um mal wieder zu landen und mal diese physische Welt wieder mehr wahrzunehmen. Da gibt es verschiedene Techniken für. Das wäre auch wieder ein anderes Video. Da fällt so viel ein, was ich erzählen könnte. Und da überlege ich halt wirklich in Zukunft, also eigentlich habe ich ja schon länger intuitiv unterbewusst als Ziel halt in dieser Realität mich mehr zu manifestieren, um ja vielleicht anderen eine Inspiration zu sein, ohne dass das jetzt für mich irgendwie nötig wäre oder ich irgendwie einen Messias-Komplex hätte oder ein Helfersyndrom hätte oder für mich, dass das denken halt die meisten immer, wenn eine Person da ist, die halt erzählt, sie würde angeblich selbstlos oder irgendwas helfen, dann werden die meisten Leute verständlicherweise sehr skeptisch und versuchen dann immer irgendwelche Störungen oder sonst was hinein zu interpretieren. Aber ja, können Leute auch von mir aus glauben, also mir persönlich ist das halt wirklich egal, weil ich halt bei mir bin und weiß, wie Dinge aussehen. Und selbst wenn es halt so wäre, dass das für einen selber was bringt, dann ist das nämlich auch okay. Dann wären wir wieder beim Thema Erleuchtung. Also, weil es irgendwann kommt man halt zu der Conclusion, dass es kein Gut oder Schlecht gibt. Und deswegen lerne ich auch immer mehr gerade Menschen zu akzeptieren, egal wie sie sind. Früher habe ich dann immer gedacht, ja, ich bin selber so einen anstrengenden Weg gegangen und habe mich da und da reingezwängt, damit ich möglichst gut bin, möglichst Licht bin sozusagen. Und alle anderen, die dann irgendwie noch sehr viel Schatten in ihrer Aura haben oder allgemein im Charakter haben, da war ich dann immer direkt, ne, so abgeneigt, sage ich mal so. Und das finde ich jetzt wirklich gut, dass ich dann, ja, dass ich alle Menschen sozusagen akzeptieren kann. Und ich entschuldige mich auch öfters an diese Menschen, also auf einer anderen Ebene jetzt wieder, für meine Gedanken, die ich ihnen gegenüber in die Welt gebracht habe. Vielleicht haben das auch einige, die das Video jetzt schauen, schon irgendwann mal gemerkt. Und da lasse ich euch auf jeden Fall wissen, also die sich damit jetzt identifizieren können oder das fühlen, dass ich auf jeden Fall ja sozusagen eine Entschuldigung dafür
bringe jetzt nicht sowas Demütiges von mir, sondern einfach aus Liebe, auch aus Liebe zu mir selbst, weil man fühlt sich auch einfach viel besserer und friedvoller, wenn man sich halt entschuldigt. Und Entschuldigung habe ich früher immer wahrgenommen wie, also als besonders als Kind habe ich Entschuldigung immer wahrgenommen wie, als würde ich mich selber runterdrücken, weil das so von so erzogen wurde, dass wenn man was Schlechtes gemacht hat, muss man sich entschuldigen. Aber im Prinzip war das nicht Schlechtes, es war einfach nur, man war halt noch nicht so weit entwickelt, aber das war halt okay so. Und Entschuldigung ist nichts, wo man sein Ego mit runterdrückt. Ich habe was Schlechtes gemacht, ich bin schlecht. Deswegen habe ich mich früher nie gerne entschuldigt und deswegen entschuldigen sich Menschen meiner Meinung nach auch nicht gerne. Das finde ich dann aber auch richtig, dass sich Menschen nicht entschuldigen aus diesem Grund, weil die sich dann damit selber schlecht machen wollen, sondern man entschuldigt sich, wenn man es halt wirklich so meint, aber ohne sich selber damit niedriger stellen zu wollen, sondern man sagt dann einfach vernünftig, ja, ich war halt einfach noch nicht so weit, ich war noch nicht so, hatte noch nicht so eine Weiterentwicklung, ist aber okay so und entschuldige mich. Und damit beende ich hier spontan das Video. Bis dann. Ciao.